Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Die Villa der Vampire. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung eines weiteren Spiels aus dem Hause Drei Magier. Die sind bei euch, die sind bei uns auch nach wie vor sehr beliebt und jetzt stelle ich euch in diesem Video das Spiel vor, die Abläufe vor, zeige noch ein paar Besonderheiten und abschließend gibt es dann wie gewohnt auch ein Fazit. Drei Marker, der Verlag, beziehungsweise über Schmidt-Spiele, Autoren Guido Hoffmann und Jens-Peter Schliemann, ja, die sind durchaus bekannt für ihren tollen, ja, dreidimensionalen Spiele, auch innovativen Ideen. Da gibt es seit vielen Jahren sehr viele Spiele. Viele davon habe ich euch vorgestellt. Und dieses Spiel ist ab 5 Jahre, also ein Kinderspiel und für 2 bis 4 Personen und geht, ja, ca. 15 Minuten, abhängig von der Spieleranzahl. Aber jetzt seht ihr schon mal das ganze Gebilde. Wobei, von oben seht ihr natürlich die Perspektive auch. Da seht ihr nicht so viel. Deswegen nutze ich wahrscheinlich in diesem Video hauptsächlich hier diese Seitenansicht. So sieht das Ganze aus. So ist praktisch das Haus, das Schloss mit den Vampiren in diesen Plättchen, diesen Särgen darunter. Und ja, die ganzen Vorrichtungen, die werden hier einfach so angebracht, wie es in der Anleitung steht. Keine Sorge, die Plättchen, das was hier als Boden dann hinterlegt ist, das könnt ihr quasi alles so belassen, wenn ihr das erstmalig aufbaut. Das heißt, ihr braucht nur die einzelnen Schlosselemente zusammenzuklappen, einfach reinzulegen und auch hier diese Fledermäuse einfach dazu. So sieht das Ganze aus und der Knoblauch, ich drehe es hier immer noch mal ein bisschen die ganze Zeit, den habe ich auch schon positioniert auf der Startposition. Je nachdem, wie ihr spielt, am Anfang könnt ihr auch die 3 Knoblauchbereiche, also hier diese Gegenstände auf diesen anderen Positionen dann unterbringen. Das ist angegeben. Ich habe es einfach hier alle hier auf dem Startplatz platziert. Worum geht es in diesem Spiel? Es geht natürlich um Schnelligkeit. Es ist natürlich auch eine Sanduhr mit dabei. Also Schnelligkeit ist erforderlich, auch ein bisschen Geschicklichkeit und natürlich etwas Glück. Und es geht um viele Punkte, Vampirpunkte, die wir hier jetzt sammeln wollen. Und jetzt mache ich wieder diese Sanduhr hier zurück in die Vorrichtung. Und ihr seht schon mal, auf der Seite liegen eine Vielzahl an Plättchen. Und diese Plättchen werden in die jeweiligen Vorrichtungen einfach gelegt, offengelegt. Und dann schaut ihr das euch an und merkt euch die Position. Ja, ich tue mir da nach wie vor sehr schwer, aber streng nach Regel legt ihr die Plättchen offen hin und dann dreht ihr sie um. Und naja, das ein oder andere Plättchen kann ich mir da noch merken, weil ihr wollt natürlich wissen, wo es viele Punkte gibt, wo es viele Vampirpunkte gibt. Und das ist gerade hier in diesem hölzernen Bereich und an unterschiedlichen Positionen natürlich auch der Fall. So, das heißt, jetzt habt ihr alles vorbereitet. Die restlichen Plättchen legt ihr zur Seite, auch hier. Diesen Graf, der kommt zur Seite, den benötigt ihr nur am Spielende für die Punkte und der Startspieler oder die Startspielerin bekommt den Würfel. Und natürlich auch hier, diese Gräfin Eckzahn darf nicht fehlen, die stellt man an, gibt man an den nächsten Spieler dann weiter, was die macht etc. Dazu kommt man dann gleich, je nachdem Würfel bzw. abhängig von der Punkte, aber so wird das agiert. Das heißt, aktive Spieler, Spielerin nimmt den Würfel und hier die Gräfin kommt einfach zu dem nächsten Mitspieler zur Seite. Und dann kann man quasi auch schon mit dem Spiel beginnen. Das heißt, die Sanduhr wird umgedreht. Ja, ich spiele das jetzt nicht auf Zeit. Ich will euch ja auch die Regeln zeigen. Aber hier merkt ihr, die läuft relativ schnell ab. Das heißt, 30, 40 Sekunden habt ihr Zeit. Und dann wird letztendlich gewürfelt. Das heißt, die aktive Person am Zug, die würfelt. Und je nachdem hat sie zum Beispiel ein Katzensymbol oder zum Beispiel eine Spinne erwürfelt. Und jetzt ist es Aufgabe letztendlich, diese Knolle, nehmen wir an, es wäre hier die Spinne, diese Knolle zu einem Sarg zu schieben. Das sind hier diese Plättchen hier, die man drunter sieht, zu einem Sarg zu schieben, wo dieses Symbol dann hinterlegt ist. Denkt an die Zeit, nämlich die Zeit ist jetzt schon abgelaufen. Also so lange habt ihr nicht Zeit, dann habt ihr nicht einmal ein Plättchen für euch gewonnen. Also ihr müsst zügig arbeiten, ihr habt hier 3 Knollen. Und wäre natürlich effektiv, wenn ihr alle 3 Knollen dann nutzt.
Wenn ihr natürlich hier, was haben wir jetzt hier gehabt, die Spinne, wenn ihr hier natürlich die Katze habt, dann nehmt ihr je nachdem die nächste und platziert die oder versucht sie einfach zu einem Katzensymbol zu rollen. Je nachdem, wo ihr dann weiterschiebt, nutzt einfach die andere Vorrichtung. Das zu dem Bereich. Wir haben natürlich noch den Frosch. Ja, der Frosch, da braucht er ja richtig lange, weil der Frosch, der ist hier unten angegeben. Ich drehe das nochmal ein bisschen rum, dass man sieht. Das heißt, der ist hier unten angegeben. Das heißt, ihr müsst die Knolle über den Weg hier oben dann letztendlich dann hinbekommen. Das kann sich lohnen, weil es ist ein weiter Weg. Da sind bestimmt viele Vampirabbildungen hinterlegt und Vampirabbildungen, die geben natürlich am Schluss auch Punkte, weil die Plättchen, die sammelt man. Aber ihr merkt, die Zeit ist eigentlich schon längst abgelaufen und ich bin immer noch in der Erklärung. Aber es gibt natürlich noch ein Symbol und das ist letztendlich die Krone. Würfelt man die Krone, dann ist es super, weil ich kann dann eine Knolle in ein beliebiges Grab letztendlich schubsen und transportieren. Oder ich mache es noch anders. Ich nehme natürlich noch eine freie Knolle, die ich dann habe und transportiere die. Ja, der Jörg, der braucht da richtig lang. Und transportiere die auf den roten Teppich der Gräfin. Das ist doch schon mal ganz gut. Und die sollte natürlich auch da landen. Das ist schon mal prima. Das heißt, ich nehme mir hier diese Gräfin zu mir. Was bringt denn das? Na gut, die Knolle ist jetzt wieder frei. Die ist ja auf dem roten Teppich. Ich kann also weiterwürfeln und den Würfel nutzen. Und die Knolle, die auf dem roten Teppich liegt, vielleicht habe ich auch die Spinne gewürfelt. Ja, da muss ich das wieder rüber transportieren. Ihr merkt, und die Zeit läuft ab. Und habe die vielleicht dann hier drauf transportiert. Ja, und dann, irgendwann ist auch wirklich die Zeit rum. Die ist jetzt schon viermal durchgelaufen. Aber irgendwann ist die Zeit rum. Die Mitspieler machen mich wahrscheinlich darauf aufmerksam. Jörg, dein Spielzug ist schon längst zu Ende. Und das war jetzt schon ein super Zug, das habe ich in Wirklichkeit nicht so oft geschafft. Also ich habe hier die drei Knollen auf drei Plättchen gebracht und die schaut man sich an. Die Mitspieler wissen natürlich, was drunter lag, nur der Jörg hat sich meistens nicht mehr so gemerkt oder wusste es nicht mehr, vor lauter Hektik natürlich. Aber diese Plättchen gehören mir. Die nimmt man dann zu sich und deckt sie dann letztendlich dann auf. Und die werden dann ausgetauscht mit weiteren Plättchen. Es wird ja so lange gespielt, bis quasi keine Plättchen mehr aufgefüllt werden können. Und jetzt wird es Zeit, dass ich auch euch einige Plättchen mal zeige. Ich habe jetzt einfach mal einige schon letztendlich offen platziert aus der Auslage, damit ihr auch die Unterschiede seht, was die einzelnen Plättchen dann angeht, weil umso weiter ich natürlich im Schloss vorangehe, umso attraktiver ist es. Gerade die runden Plättchen bringen natürlich viele Vampirpunkte und ja, führen dem Sieg mich ein Stückchen näher. Allerdings sind natürlich auch ein paar Plättchen dabei, wo ein Knoblauch hinterlegt ist. Und die behält man auf jeden Fall auch, wo quasi hier diese Vampirpunkte hinterlegt sind. Weil letztendlich am Schluss, wenn jetzt keine Plättchen mehr aufgefüllt werden können, dann ist ja das Spiel zu Ende, dann zählt jeder seinen Knoblauch. Und der, wo den meisten Knoblauch vor sich liegen hat, der bekommt den Grafen. Das sind ja auch nochmal vier extra Punkte. Aber, ja okay, ich habe die Gräfin, die habe ich ja vorhin bekommen. Ich habe ja die Knolle auf einen roten Teppich geschoben, auf den roten Teppich und bin dann gleich weitergezogen. War ja gar nicht mal so schlecht, aber was bringt mir die Gräfin? Ich nehme sie ja von dem Mitspieler, der links neben mir sitzt. Aber es kann sein, dass ich ja Plättchen aufgedeckt habe, oder nicht aufgedeckt, wo ich bekomme, wo letztendlich so ein Kronensymbol hinterlegt ist. Und die Plättchen bekommt derjenige, der die Gräfin hat. Ich habe sie mir gesichert. Und habe ich quasi solche Plättchen dann frei geschaufelt, beziehungsweise die Knolle draufgeschoben, dann bekommt es natürlich derjenige mit der Gräfin. Also durchaus Mitspieler auch interessant. Die hoffen natürlich, dass ich irgendwo anders hinziehe und beziehungsweise sie hoffen, dass sie die Gräfin behalten, damit ich diese nicht bekomme. Das zu den Regeln. Ihr müsst einfach einmal, zweimal dann spielen, beziehungsweise nach der ersten Partie ist soweit klar. Ihr setzt dann natürlich alles wieder zurück, füllt dann die Plättchen auf und so geht das immer weiter. Ihr behaltet die Plättchen dann vor euch und zählt dann am Schluss die Vampirpunkte. Natürlich vergibt ihr noch diesen Grafen mit dem Knoblauch, bringt ja auch noch extra Punkte. Und am Schluss, wer die meisten Vampirpunkte hat, der oder diejenige hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Die Villa der Vampire. Optisch natürlich dem Stil von drei Marke von solchen Spielen natürlich gewidmet, wie man es kennt, wie man es mag, wie man es liebt. Und ich mag solche Spiele aus dem Hause drei Marke. Und da gibt es sehr viele, ich glaube schon fast alle Spiele haben wir euch vorgestellt. Müsst mal schauen, das eine oder andere verlinke ich. Aber ihr seid, glaube ich, auch
Fans von Drei-Marker-Spielen. Ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren ergänzen, beziehungsweise vielleicht seid ihr das erste Mal auf so ein Spiel gestoßen und sagt, wow, das sieht ja richtig cool aus, aber macht es denn überhaupt Spaß? Zuerst einmal muss man alles erst einmal zusammenbauen. Das sind schon einige Elemente dabei, die man berücksichtigen muss. Wie man das platziert in der Anleitung ist mit ein paar kleineren Beispielen Abbildungen hinterlegt. Das hätte ich mir auch ein bisschen deutlicher, ein bisschen strukturierter gewünscht. Aber wer da ein bisschen geübt ist, letztendlich, da ist er schnell drin. Ihr seht es jetzt auch hier an der Abbildung, wo was seinen Platz findet, wie man was reinmacht. Es ist auch hinterlegt mit den Symbolen, wo man letztendlich welchen Bereich dann reinschiebt, das ist hinterlegt. Da braucht man vielleicht ein paar Minuten länger, aber dann habt ihr quasi alles soweit dann zusammengebaut. Es ist natürlich viel Material, wo in dieser Box dann steckt und hat man das erstmal aufgebaut, dann denkt man, ja, es ist so ein kleines Geschicklichkeitsspiel, ob das denn überhaupt Spaß macht und funktioniert. Also natürlich spielt Geschick Glück natürlich eine große Rolle. Und es ist jetzt keine Kugel, wie man es kennt aus irgendwelchen Labyrinthspielen. Da habe ich euch in Vergangenheit auch viele Spiele vorgestellt, wo man eine Kugel von A nach B bringt. Ja, das ist quasi eine Art Kugel, allerdings dann doch ein bisschen glücksbetont. Da ist eine Knolle und so soll das sein. Und thematisch ist wieder wunderschön eingehaucht in diesen ganzen Bereich. Und da bekommt man wirklich eine Menge geliefert, wenn man sich diese Box denn holt. Auch hier diese Elemente, klar mit Plastik, aber durchaus wirklich zum Spielen handlich gemacht und gerade wo wir es dann gespielt haben, auch mit Jüngern, ist ja ab 5 Jahre angegeben, bietet sich durchaus an, das auf dem Boden zu spielen, nicht auf dem Tisch, weil die Jüngsten, die wollen dran und sonst lehnt man sich hier drüber, da läuft die Zeit ab, da kann es ein bisschen frustrierend sein. Das als Hinweis, also mit Jüngeren ist ja auf 5 Jahre angegeben, dann bietet sich es einfach an, auf dem Teppichboden etc. dann zu spielen. Bleibt euch überlassen, gibt ja viele Möglichkeiten oder auf so einem kleinen Kindertisch, da haben wir es auch schon gespielt, ist auf jeden Fall auch eine Option. Ja, Altersangabe, Spaß kommt natürlich auch noch, ist mit 5 angegeben, das passt aus meiner Sicht, Zielgruppe sind 4, 5, 6-Jährige, das ist die Zielgruppe, dann ist die Luft wieder etwas raus, da gibt es andere Spiele, was ich euch schon vorgestellt habe, aber das ist quasi die Zielgruppe, die kommt hier voll auf ihre Kosten und kann da auch sofort losspielen. Zu 2, zu 3 oder zu 4 spielt gar keine Rolle, ist hier angegeben, natürlich ist man ungeduldig, aber die Zeit läuft doch sehr schnell ab. Letztendlich, wenn ihr es spielt, ich als Erwachsener, vielleicht kriege ich bei dem einen oder anderen zukünftig mal eine Chance und dass die Sanduhr nochmal umgedreht wird, weil das ist schon knapp. Und das sollte man auf jeden Fall vor der ersten Partie ein bisschen üben. Und wenn man sich da fokussiert auf das Endblättchen, was viele Vampire gibt, dann kann das gut gehen, das kann aber auch schief gehen, aber wer mich kennt, der weiß ja, der Jörg riskiert viel und die Kinder freuen sich, wenn der Jörg dann mal wieder verliert. Aber man muss ja alles mal gesehen haben und alles mal getestet haben und das ist bei diesem Spiel auch der Fall. 15 Minuten ist angegeben, recht zügig, das hängt auch davon ab, dass die Sanduhr abläuft und die Plättchen recht schnell dann an die Mitspieler vergeben werden, also recht zügig. Länger als 20 bzw. 30 Minuten sollte es nicht gehen. 30 Minuten ist die Grenze, weil die Zeit läuft auf jeden Fall ab. Natürlich muss man das ein bisschen lernen. Das macht auch ein bisschen Frust. Das gehört dazu. Ich sage immer, auch Kinder müssen mit solchem Spielfrust ein bisschen mit diesem Glückselement umgehen können. Ansonsten lernt man es bei solchen Spielen. Das gehört einfach dazu. Eure Erfahrung dürft ihr natürlich jederzeit auch in den Kommentaren hinterlegen. Aber letztendlich kamen wir voll auf unsere Kosten. Wir haben natürlich wieder viel erwartet, gerade wenn man wieder so ein Spiel sieht, auch von den Autoren letztendlich, von Guido Hoffmann und Jens-Peter Schliemann. Viele Grüße an dieser Stelle, die ja viele Spiele schon gemacht haben. Da hängt die Latte letztendlich schon hoch. Da weiß man, hängt das jetzt wieder mit Magneten zusammen, spielt Dunkelheit eine Rolle? Was ist das Element, das Geschicklichkeitselement? Was ist diesmal letztendlich dann hier vorhanden? Und das habt ihr ja gesehen. Und das sind schon einige Elemente, die hier eine schöne, attraktive Rolle spielen. Ein wirklich sehr gelungenes Kinderspiel. Klar, abhängig Zielgruppe müsst ihr auf jeden Fall achten. Natürlich auch für die Familie. Letztendlich mit jüngeren Kindern dann am Tisch. Da macht es richtig Laune. Und deswegen auch von mir eine Empfehlung. Wenn ihr es euch holen wollt, recht aktuell, je nachdem wann ihr das Video schaut, dann schaut einfach mal beim Händler eures Vertrauens oder nutzt die unten genannten Links, wenn ihr dort Spiele oder andere Produkte euch holt. Müssen ja keine Spiele sein. Ihr wisst ja, da unterstützt ihr uns ja automatisch. Ansonsten freue ich mich auf einen Kommentar, auf einen Daumen, auf ein Abo, wer es noch nicht hat. Soviel zum Thema Werbung. Jetzt sage ich aber euch danke fürs Zuschauen. Weiterhin viel Spaß. Und wer jetzt Lust bekommen hat auf 3-Marker-Spiel, der schaut einfach mal unter Spieleblog, gibt 3-Marker
Magier ein. Es gibt noch sehr viele Spiele und die sind wirklich sehr beliebt, sehr gefragt und die bekommt man teilweise auch noch im Handel. Das zu den wichtigen Infos. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.